Und guten Tag und herzlich willkommen zu einer Runde Reingeschaut, Reingehauen mit dem Kuma. Und heute schauen wir uns an Defender's Quest Lady of the Forgotten. Die Spalte der Vergessenen. Leicht besetzt. Also Wally ist eigentlich so ein Landschaftsgraben, glaube ich. Ihr seht es auch hier im Hintergrund. Und ja. Ich zeige das dann einfach bloß mal kurz. Ich bin nämlich hier schon Level 30 und habe natürlich einmal das Spiel durchgespielt, deswegen ist das Play Plus. Es gibt aber noch einen Spielstand, also noch einen Play Plus und ich glaube noch sogar einen. Wir zeigen euch einfach mal, beziehungsweise ich zeige euch einfach mal dieses Spiel kurz. Und ihr seht auch am 29. Oktober 2013 habe ich das zum letzten Mal gespielt. Ich spiele das eigentlich sehr, 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 sehr selten. Und ja. Hier haben wir natürlich auch noch Achievements, die wurden zusätzlich hinzugefügt später. Und ja, ich habe hier eigentlich ganz viele. Also 11 von 30 ist okay, denke ich mal. Da fehlen mir zwar noch 90. Ich muss mal ganz kurz den Sound ein bisschen leiser machen. Weil der mir doch etwas zu sehr auf den Ohren dröhnt. Und ja, ich akzeptiere mal kurz. Und das ist die Welt sozusagen von dem Spiel. Ihr seht, wir müssen hier einfach bloß hier rumklicken. Das sind wir. Und ja, ich zeige euch das einfach mal im ersten Level und jetzt halt das Battle. Hier haben wir natürlich noch verschiedene Auswahlmöglichkeiten von Schwierigkeitsgraden. Hier haben wir den Casual Perfect, den normalen Advantage oder Extreme Perfect. Und wir zeigen euch, beziehungsweise ich zeige euch mal den, es soll nicht, ach komm, wir machen, oder? Können wir nicht so schwer machen eigentlich, oder? Ach komm, wir versuchen das mal sehr schwer und... Wir gehen mit dem Extrem stoppen kurz, weil nämlich die Zeit natürlich weitergeht. Also hier oben, ihr seht, hier oben, sobald die hier sind, geht es los, der Wave. Und ja, wir sind das hier, das ist sozusagen der Tower, den wir beschützen müssen. Es ist einfach ein Tower Defense, man kann es nicht anders sagen. Und hier kommen diese beiden Monster heraus, ihr seht, rot, da kommt die erste Welle, also 10 Männer von Level 6 und so weiter und so weiter und so weiter und so geht es dann los. Wir haben verschiedene sozusagen Türme, das sind hier die Charaktere. Hier haben wir nur 4, es gibt natürlich noch mehr, also 2 fehlen noch. Ein Drache und... ein Heiler, genau, ein Heiler fehlt noch. Und die kommen dann auch noch später zu und ja. Ihr seht, die sind bei mir Level 31. Die haben natürlich verschiedene Fähigkeiten, zum Beispiel hat er Slash, Double Hit, Flurry, Swipe, die haben natürlich verschiedene Auswirkungen auf die Gegner. Und passive Fähigkeiten gibt es natürlich auch noch. So, wir werden aber nicht lange drum fucken. Wir können hier natürlich nur auf diesen Feldern hier bauen, denn auf diesen geht das leider nicht. Auch immer eigentlich. Aber egal. Das sind halt die Felsen, denke ich mal. So ein Felsen da sind. Und wir bauen hier einfach mal. Ach stimmt, hier gibt es ja noch. Nee, den Heiler haben wir ja schon. Sorry. Es gibt so einen Ritter. Der macht die Verteidigung runter. So. Dann stelle ich mal hier ganz kurz meine Einheiten. Falls euch wundert, wie ich so schnell hier diese auswählen kann, indem ich halt hier diese kleinen Tasten drücke, also A, S, D, F und so weiter, das drücke ich einfach ganz schnell. Und dann kann man das schneller hinsetzen, als wenn man da jetzt draufklickt und so weiter. Und es soll ja auch schnell gehen, oder? Und deswegen zeige ich euch das einfach bloß mal zum Spielen und so weiter. So, dann sind wir hier noch eine Eismagerin. Und ja, das Spiel ist auf Englisch, hat eine sehr konfuse Story und auch sehr, sehr lustige Charaktere. Warum ich das euch jetzt eigentlich zeige, es ist schon etwas länger her, dieses Spiel, ist, dass das Spiel sozusagen einen Nachfolger hat, also den zweiten Teil, der aber nichts mit der Story zu tun hat. Und es wird auch nicht dieselbe Grafik sein, es wird eine Verbesserung der Grafik geben. Und das Spiel kommt 2014 raus und ich freue mich eigentlich drauf. Und ja, es wird unglaublich, sage ich euch. Ich mache mal hier nochmal ein bisschen Heiler hier, noch ein bisschen rein hier. Obwohl, es gibt ja bestimmt auch ein paar, es gibt bestimmt auch ein paar, die unsichtbar sind. Die können nämlich nur die Priester sozusagen aufdecken. So, dann hätten wir jetzt alle vier Kategorien. Und die können wir jetzt natürlich noch boosten. Das heißt, brauchen wir dafür Psi. Und unser Tower hier hat natürlich auch HP 465. Hat natürlich auch noch Fähigkeiten. Zum Beispiel mit den Frenzy, damit meine Türme sozusagen, also meine Charaktere schneller zuschlagen. Den Heilungsprozess, dass wir heilen. Dann so eine Kristalle, die ich hier hinstellen kann. Und die sind so 3 Sekunden lang stehen sind da und dann explodieren sie.
Dann haben wir hier natürlich noch den Pushback, wo wir die Gegner wegschubsen können und den bösen Dragonfire. Da wird das ganze Bildschirm, ich denke, das zeige ich auch mal, denn ich werde auch wahrscheinlich sehr viele Punkte kriegen. Und hier haben wir natürlich noch den Boost, denn die Leute können nämlich nur am Anfang nur eine Fähigkeit, zum Beispiel ist hier die allererste, die auf Level 1. Und wenn ich halt jetzt booste, haben sie die nächste Fähigkeit, die man natürlich auch erst vorher mal freischalten muss. Denn ihr seht, die können mich aufleveln. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ich werde mal meinen allerersten. Es ist übrigens nicht Anuminus, wie die heißen, sondern Wet Man, glaube ich, heißt der in der Story. Und unsere Hauptprotagonistin, also die hier, heißt Azra. Und ja. So. Okay. Dann können wir doch mal starten und zweifache Geschwindigkeit. Du kannst die senden. Und es geht los. Hier kommen diese bösen Skelette. So ein bisschen lecken, glaube ich. Aber ich will es euch einfach bloß mal zeigen. Ja, und das ist das Spielprinzip. Einfach und bloß ein schlichtes Dungeon. Nicht Dungeon, was wollte ich gerade sagen. Sondern einfach bloß ein schlicht einfaches Tower Defense Spiel. Was für zwischendurch tun ich jetzt. Und wie gesagt, die Story ist total confused. Weil nämlich zum Beispiel, wo ist denn meine Maus eigentlich hin? Ach, hier. Hier ist sie. Und, also, total confused die Charaktere, weil nämlich zum Beispiel Redman. Ey, ich glaube, zu schnell ist. Ist ja zu langsam. Schneller, sage ich. Denn Redman ist nämlich zum Beispiel so einer, der Leichenteile sammelt. Von seinen Opfern. Und, ja, ein bisschen konfus. Ihr seht hier natürlich auch den Radius. Den erhöhe ich bei den Bogenschützen etwas, indem ich halt die auflevere. Die haben natürlich dann auch mehr verschiedene Schüsse. Und ja, beim Heiler ist es natürlich nicht anders. Beziehungsweise beim Heiler ist es so, dass die nicht nur heilen kann, sondern auch ein bisschen Schaden machen kann. Was wir auch skillen sollten, denn durch diesen Schaden, durch den Heiler, ist es so, dass manche, die hier zum Beispiel, die sind unsichtbar. Also die sind, ja, die sind versteckt im Nebel sozusagen. Und die werden halt aufgedeckt. Und ja. Das machen, also wenn, machen halt die Heiler. Deswegen ist es wichtig, sehr wichtig, ganz viele Einheiten zu haben. Und ja. Ihr seht, meine Charaktere sind auch etwas überpowered. Aber es läuft. Es läuft, es läuft. Ach, ich kann euch ja hier noch den Dragonfire mal zeigen. Den wollte ich euch ja sowieso zeigen. Den werde ich euch jetzt zeigen. Sobald ich 75 Energie habe. Und. Ich warte dann noch ein bisschen, damit sich das richtig schön lohnt. Und jetzt. Bam. Wir kriegen nach und nach noch Schaden, die Menschen, also die Gegner. Und ja, easy peasy eigentlich. Und das ist das Spielprinzip von diesem Spiel. Das gibt's auf Steam. Für einen kleinen Obolus, glaube ich. Also nicht mal 10 Euro oder so. Ich glaube 5 oder 9. 9 wahrscheinlich. Und ihr seht, es gibt ganz viele Stages, das ist hier gerade mal, weiß ich, noch nicht mal die Hälfte. Obwohl doch. Also ihr seht, es geht noch bis hier hinten hin, so einmal hier rum, dann da unten lang und so weiter. Also es sind noch ganz viele Stages offen, die noch kommen und noch richtig schwierig werden. Zum Beispiel gibt es einen See oder halt spezielle Sachen zum Beispiel. Es gibt auch noch so Nebenmissionen, hier zum Beispiel. Diese lilane Punkte. Da werden noch so storymäßig kleine Sachen erklärt. Und das sind sozusagen, ja, Bonusaufgaben, die, glaube ich, erst nach freigeschaltet werden, wenn man das Spiel durch hat. Also ich hatte das Spiel einmal durch und dann hatte ich halt diese lilanen Kreise, die mit den Sonderaufgaben hatte ich dann nicht. Also da hatte ich vorher nicht. Erst nach dem Durchspielen hatte ich es. Kann aber durch Patches gekommen sein, weil ich spiele gerade mit dem aktuellsten Patch. Mit 1.12 oder so. Wo auch die Ankündigung war mit dem Defenders Quest 2 und der Seite, wo ich dann hingeschmissen wurde. Und ja, bei dem Durchspielen übrigens, also bei plus 1, so Place plus 1, ist hier unten auch noch ein Händler. Ihr habt gesehen, bei meiner Quest, bei meiner Stage-Auswahl, gab es hier Steinskulls, also Totenköpfe. Und ja. Hier unten ist der Händler für den Totenköppe. Der Heremit. Den werden wir jetzt besuchen.
Und der verbessert unsere Waffen. Dafür will der halt 5 Totenköpfe haben. Natürlich dann noch, will er später noch Golden haben. Die werden auch noch später kommen. Es gibt aber, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr. Also noch mehr Skelette. Es kann sein, dass wirklich nach dem zweiten Playthrough, also Play plus plus, das wird immer höher, merkt ihr schon, dass da noch was kommen könnte. Also da kommt auf jeden Fall noch irgendwas. Und das finde ich ja auch sehr interessant. Aber also für zwischendurch ist es richtig geil. Also wenn ihr ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen rumlösen wollt und so weiter, dann könnt ihr das spielen. Und das ist auch sehr einfach zu verstehen. Also das Englisch ist jetzt nicht so schwer. Also wie gesagt, und auch die Story. Also es geht darum, dass Ezra in den Graben hinuntergeschmissen wurde und sie nun versucht herauszukommen aus dem Graben der Vergessenen. Und das ist die Story. Und ja, einfach erklärt, Story, und da trifft sie natürlich ganz viele verschiedene Charaktere und ja. Hätten wir den Moves, ne? Könnten wir mal das Opening zeigen? Mein Name ist Ezra. Und ich sterbe. Sie haben nicht gewartet. Sie haben nicht darauf gewartet, dass. Also, sie haben nicht nur meinen Körper vernichtet durch Feuer. Also, es gab keine Zeit, um die Körper zu verbrennen. Einfach aus der City rausbringen und in den Pit reinschmeißen. Ich weiß gar nicht, gerade nicht, was Pit heißt. Und das war das allererste Movie, beziehungsweise der Anfang. Und dann kam halt die nächste Movie-Session. A foot in each world, etwas. Ein Fuß in jeder Welt und seine Seele in der Mitte, mit der man sees all things. Der tote Mann sieht alles. Da liegen wir. Da liegen wir. Kannst du ihn fühlen? What? Wo sind wir? Er schreit nach uns. Komm, wir müssen ihm joinen. Also, ihn folgen. Wir sind alle. Half der wer? Nur halbherzig hier oder so? What? Was tust du? Bist du verrückt? Höre die Stimme. Was much more? Er will mehr? Sei ein Part, also sei ein Teil davon, größer. Nur Dumme würden. Es ist hier nach Mann widerstehen. Geh weg von mir! Alle werden joinen, also folgen, beitreten. Alle werden Vassals. Geh weg von mir! Komm mit! Befehl! Ich kann mich nicht bewegen! Hilf mir jemand! Was? Wo will wer? Und da war unser allererster Charakter, Redman. Und ja, das ist sozusagen die Story. Mehr will ich jetzt auch nicht sozusagen euch geben. Hier sind nochmal Tipps. Und hier sind die Optionen nochmal. Die hatten wir schon gezeigt. Eigentlich meine Party. Achso, seht ihr? Habe ich gar nicht gesehen. Nachdem man halt ein Level up hat, nachdem man eine Stage geschafft hat, eine Stage, die man schon. Also, man, ne? Ja, eine Stage geschafft hat. Kriegt man hier ein Level up. Und. Also Erfahrungspunkte. Und man kann die hier ausrüsten. Ihr seht, er hat hier ein Schwert. Er kann aber keine Armor, also keine Rüstung tragen. Dafür er zum Beispiel hier. Er kann zum Beispiel nur Rüstung tragen oder auch sie. Nur er halt nicht, weil er muss halt natürlich. Ne, er ist ja auch ein Abich. Also Oberhalb. Er hat auch zwei Schwerter, also von daher machen die mehr Schaden als andere.
Und das ist das Skillbaum-System hier bei denen. Und ja, ihr seht, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also ihr fangt natürlich hier an, könnt euch dann entscheiden, ob ihr hier unten lang gehen wollt oder hier oben. Eigentlich ist es wirklich spät, also das hat, glaube ich, keine Grenze, keine Levelgrenze. Und deswegen werdet ihr wahrscheinlich nach und nach alles sowieso haben werden. Also haben. Und Asa hat dann hier noch verschiedene Fähigkeiten. Die übrigens beim ersten Playthrough nur bis 9 gingen, glaube ich. Dann konnte man hier ein Ausrufezeichen. Also kam hier zumindest. Und beim zweiten konnte ich dann halt weitermachen. Ich glaube, es geht nur bis bestimmten Punkt und dann musst du halt was anderes skillen. Und ich habe hier halt The Frenzy geskillt und Dragonfire, weil das einfach übelst viel krass Damage macht und doch sehr, sehr hilft. So, dann hätten wir hier zum Beispiel den Heiler oder auch die Eismagierin. Also so Fähigkeiten sind zum Beispiel, dass man hier Chill noch hinzufügt, dass... Oh nee, das war zu schwer. Obwohl, Add Chill to Ice Ball. Feel slowed, also werden geslowed für ein paar Sekunden. Ja, werden geslowed für ein paar Sekunden. Durch Eisball. Also Eisball ist halt Level 1 Fähigkeit. Und ja, dann hätten wir noch Füße gehabt. Also hier kann man am besten erklären, etwa im Bogenschützen. Also hier unten ist meistens so passive Fähigkeiten. Nicht bei jedem, aber bei vielen. Und hier zum Beispiel ist es so, dass die Crit-Chance erhöht wird. Oder aber auch, im Moment müssen das hier mit einer Reichweite. Irgendwo hatte ich auch hier rein die Reichweite. Hier gibt es Armor Penetration. Hier, genau. Die Reichweite kann man auch erhöhen, dass sie so richtig schön krass geil hoch ist. Ich hatte auch, glaube ich, einen, der alles voll hat. Bei Range? Nicht? Okay. Hatte ich gar keinen? Das ist ja komisch. Aber man kann halt die Range noch erhöhen. Also diesen Kreis. Und ja, das ist halt das Spielprinzip. Ich hoffe, ich habe euch das ein bisschen schmackhaft gemacht. Und vielleicht habt ihr dann Lust, den zweiten Teil zu spielen, der wirklich eine geilere Grafik hat und auch, ja, lustige Charaktere. Ich kann euch ja mal vielleicht sogar den Trailer in die Beschreibung mit rein, beziehungsweise ins Video hineinpacken, damit ihr vielleicht Lust habt, den zweiten Teil zu spielen und so weiter. Der wird aber auch nicht sehr teuer, mal gucken. Nee, der wird nicht sehr teuer, glaube ich nicht. Also, gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Kuma. Tschüss.